Hallo, ich bin Philipp, das ist die Gefahrenunterricht. Ich möchte ganz kurz über den Sinn und Unsinn von Vorbereitungstreffen sprechen, wenn es darum geht, eine Online-Veranstaltung, einen Workshop, ein Seminar, einen Vortrag zu machen, zu dem Gäste hinzugezogen werden, die vielleicht das System noch nicht kennen, noch nie damit in diesem Kontext so gearbeitet haben, wie man es jetzt benutzen will. Ist es da sinnvoll, eine Vorbesprechung zu machen, um einfach mal die Technik zu checken? Die Antwort ganz kurz ist ja. Wenn man die Veranstaltung wirklich professionell durchziehen will, geht es leider nicht anders. Das heißt, für die Seite der Organisation, es braucht wirklich Termine, mit denen man mit allen, die dazukommen, sich das noch einmal im Detail ansehen kann, wo man sehen kann, wie teilt man einen Bildschirm, wie lädt man Folien hoch, wie kann man Ton übertragen, wenn man Videos abspielen will und so weiter. Das ist alles nicht so ganz einfach. Und die Systeme ändern sich auch laufend. Also wenn Zoom im April mal so funktioniert hat, dann im November funktioniert Zoom ganz, ganz anders. Und das wirklich im Griff zu haben, dafür braucht es eine Viertelstunde, mit denen man das wirklich alles mal durchspielen kann und merkt, okay, funktioniert das bei dir, funktioniert jetzt deine Technik, dein Mikrofon, deine Kamera so, wie du es dir vorgestellt hast, wie sieht das für dich aus, wenn du präsentierst? Und besonders Männer überschätzen sich teilweise, die denken, ja, das kriege ich dann alles problemlos hin. Und wenn es dann darum geht, das umzusetzen, dann merken sie, ah ja, dann habe ich jetzt gar nicht gedacht, das hat mir niemand gesagt, woher hätte ich das wissen sollen? Und natürlich hätten sie es wissen sollen, weil es so ein Vorbereitungstreffen gibt. Aus der Sicht der Gäste, die eingeladen werden, bedeutet das, dass die Zusage zu einem Workshop, der online stattfindet, wo man denkt, ah ja gut, halbe Stunde, Freitagnachmittag, kein Problem. Bedeutet aber, es braucht vielleicht eine inhaltliche Vorbesprechung, es braucht eine technische Vorbesprechung. Es sind vielleicht unterschiedliche Menschen von der Seite der Veranstaltenden verantwortlich dafür und das erhöht die Komplexität. Also ich habe sehr viel Mitgefühl für Veranstaltende, wie aufwendig das jetzt ist, was früher einfach an einem Tag hätte man wie gesagt, ja, wir haben jemanden, der schnallt in dem Mikro um und drücken Sie hier und das geht alles problemlos. So ist es heute so, dass man mit allen dann nochmal mehrere Termine vereinbaren muss. Und da denke ich, ist es schön, so schlanke Lösungen zu haben, also dass man sagen kann, wir können mehrere Leute gleichzeitig einführen oder das vielleicht auch transparent macht, am Anfang zu sagen, es braucht wirklich noch Vorbereitungstermine. Also wenn Sie uns zusagen für diese halbe Stunde, dann erwarten wir, dass Sie nochmal an einem anderen Tag eine Viertelstunde Zeit haben für die Vorbereitung. Wenn man das weiß, dann kann man sich darauf auch einrichten. Aber grundsätzlich ist es auf beiden Seiten, würde ich sagen, im Moment noch eine Mehrbelastung, weil die Systeme halt wirklich nicht so besonders standardisiert sind. Also wenn ich Zoom sage, dann kann ich erwarten, dass die Menschen mit Zoom zurechtkommen. Aber in Deutschland ist es halt so, dass Zoom sehr wenig verbreitet ist, weil es da so große datenschutztechnische Ängste gibt in Bezug auf Zoom, so dass es dann ganz viele halbgute Formate gibt, die eingesetzt werden, wo man sich dann immer wieder so ein bisschen zurechtfinden muss, wie funktioniert das jetzt. Das war's für heute. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.